Weil wir heute so entspannt sind, Leute, möchte ich natürlich auf entspannter Basis hier ganz vielen Leuten helfen, Leute. So, ich bin mir sicher, ihr habt alle schon das Tanzverbot-Video gesehen. Ich suche eine Freundin. Ich aber noch nicht tatsächlich. Ich würde mir gerne diese zwei Tanzverbot-Videos reinziehen, Leute. Und eventuell auch mal schauen, ob wir vielleicht Tanzi sogar helfen können, Leute, auf ganz entspannt hier eine Freundin zu finden. Denn wie ja jeder weiß, bin ich extrem erfolgreich im Datingleben. Ich habe ja auch eine feste Beziehung und bin ja schon sehr, sehr lange mit dieser Frau. Ach nee, das war mal. Ja, was soll ich sagen? Wir schauen uns auf jeden Fall das Tanzverbot-Video rein, Leute. Und da gucken wir doch dann mal, was hier passiert. Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Herzlich willkommen zu einem vielleicht für viele sehr unangenehmen Video. Finde ich überhaupt nicht, kann man offen drüber reden, Bro. Mir geht's ähnlich. Ich für meine Verhältnisse sag mir, dass ich's gut finde, dass ich es jetzt einfach auf diesem Wege probiere. Ja, Ich möchte Mann. vorab sagen, dieses Video ist kein Trollvideo. Es ist ein ernst gemeintes Video, auch wenn ihr euch vielleicht darüber lustig. Schmund und Schande auf die, die sich tatsächlich darüber lustig machen. Den Gewitter im Kopf-Song, was soll ich sagen? Den habe ich schon gesehen. Lustig, macht euch darüber lustig, das ist mir egal, da stehe ich drüber. Ich will nur von vornherein sagen, dass das ein ernst gemeintes Video ist. Liebes wie Tanzi einfach manchmal impulsiv auf eine Raststätte fährt und sagt so, und jetzt wird gerealtalkt, Alter. Ihr habt das am Titel erkannt. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Das hört sich vielleicht auch ein bisschen verzweifelt an auf diesem Weg. Unter Nein, finde ich Umständen überhaupt kann das nicht. vielleicht auch der Realität entsprechen, da es mir persönlich sehr schwer fällt, eine Frau kennenzulernen. Ich bin halt ein bisschen bekannter im Internet und beziehungsweise draußen und Ich muss Real Talk sagen, Tanzverbot hat sich optisch extrem gemacht, Alter. Ich schwöre, wir sind alle, abgesehen von Montana Black, sind wir alle immer hübscher geworden, wirklich. wir wissen ja alle, wie die moderne Zeit ist. So viele Leute bilden sich dann was drauf ein und Frauen gehen vielleicht mehr auf die Followerzahlen im Internet ab als auf die eigentliche Person. Und Fühle ich auch sehr, ist leider wirklich oft so. auf sowas lege ich überhaupt keinen Wert. Also das finde ich sehr unattraktiv, wenn jemand so fokussiert ist. So, boah, was, ey, 500.000 auf Instagram? Boah, krass, ey, 1 Million auf YouTube? Boah, ey, jetzt erzähl mal, wie viel verdienst denn du? Extrem unsympathisch und hatte ich leider schon sehr viel Erfahrung mit gemacht. Deshalb nutze ich diesen vielleicht komischen Weg, um Ich eine Person zu finden, die. finde es, to be honest, nicht komisch, muss ich es irgendwie sagen. Irgendwie ist das für mich sehr, sehr naheliegend tatsächlich. Vielleicht irgendwann mein Leben beitritt als Freundin. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich hier Menschen anspreche, die sich vielleicht auch schon näher mit mir auseinandergesetzt haben. So, ich bin ja ein sehr offener Mensch, ich lebe. So wie ihr mich im Internet seht, so bin ich auch im Real Life. Gut, es gibt noch so ein paar Sachen, die macht man vielleicht, sollte man lieber nur eher unter Freunden machen und Ficken. nicht im Internet. Jetzt nichts Perverses oder so, nichts. Aber ihr wisst ja, wie man halt unter Freunden redet, was halt im Internet jetzt nicht so unbedingt was zu tun hat. Aber Ich weiß genau, worüber du redest, Bro. sonst bin ich generell ein sehr natürlicher Mensch und deswegen kennen mich auch viele Menschen schon so. Also wenn ihr mich irgendwann mal im Real Life seht, werdet ihr keinen Unterschied feststellen oder ich werde auf euch nicht wie ein anderer Mensch wirken und deshalb sehe ich den Wert darin. Also ich finde Revis Charakter tausendmal besser als sein Aussehen. Ey, sorry jetzt an der Stelle mal. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe beides, Charakter und Aussehen, ne? Dass einfach extrem viele Menschen, die dieses Video sehen, bevorzugt Frauen. Ich stehe auf Frauen, leider nicht auf Männer. Tut mir leid. Die sich einfach mit mir Süß, wie er sich identifizieren können entschuldigt. oder vom Verhaltensmuster schon besser analysieren können, dass sie eventuell zusammenpassen würden, so was meine Hobbys sind und sowas. Wie gesagt, ich lebe ja alles aus. Und ja, ich muss vorab, bevor es weitergeht, muss ich sagen, dass ich bis vor 3 Wochen noch in einer Beziehung war, die auseinandergegangen ist, weil ja, es gab halt einen bösen Tag, wo sich schlechte Laune auf schlechte Laune zusammengesetzt hat, kann man das so nennen, ja. Es hat sich schlechte. Okay, das wusste ich gar nicht, Digga, dass er, bist du die Person, über die Unge geredet hat, als er reagiert hat? Was hat Unge gesagt? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht wissen, was Unge gesagt hat. Laune mit schlechte Laune hat sich kombiniert und daraus ist ein ganz schlimmer Tag entstanden, an dem man sich nur angeschrien hat, wo es dann einfach auseinandergegangen ist und ich auch die Sache beendet habe. Letztendlich aber auch der war, der dann rumgeheult hat und dann auch zu ihr gefahren ist. Also ich muss auch sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ganz ehrlich, jetzt mal 100%iger Real Talk aus meinem Gaming Chair hier an der Stelle. Ich bin selber absolut, absolut noch gar nicht bereit. Ich meine, gut, ich habe 5 Jahre Beziehung hinter mir. Das ist jetzt im November, glaube ich, passiert. Ich bin selber noch nicht mal ansatzweise, glaube ich, bereit, wieder für eine neue Beziehung. Wenn er aber nach 3 Wochen sagt, ja, kann er das gerne machen. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert, Digga. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh tatsächlich. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und habe auch von den 3 Wochen, knapp anderthalb Wochen, wie ein kleines Kind.
Da stehe ich aber zu. So, das ist nun mal eine Charaktereigenschaft von mir, bezüglich Beziehungen auf jeden Fall. Also bei Beziehungen bin ich sehr emotional, bei anderen kann ich auch hart sein. So, ich heule eigentlich auch nicht. Es gibt für mich nichts anderes, wo ich weine. Vielleicht noch bei Familie oder so, wenn es jemandem nicht gut ist. Das nimmt mich natürlich auch emotional mit, aber sonst gibt es nichts, was mich emotional mitnimmt. Du siehst aus wie ein Siebtklässler. Das wollte ich nur gesagt haben. Ich fühle mich jetzt bereit dafür, so ein Video aufzunehmen, um eventuell jemanden neuen kennenzulernen, denn eine Beziehung ist nicht das Ende des Lebens, es geht weiter. Mhm. Das haben wir auch beide eingesehen und deswegen bin ich jetzt hier. True. Was kann ich zu mir sagen? Ich verbringe meine Freizeit sehr gerne im Auto. Ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs. Natürlich auch je nachdem, was halt beziehungstechnisch ist. So, wenn ich natürlich jemanden habe, den ich liebe, dann bin ich nicht immer weg. Aber so ist es natürlich, wenn man ich komme aus einer Fernbeziehung, möchte ich auch überhaupt nicht nochmal haben. Ist doch wirklich so, Digga. Also ganz ehrlich, in dem Alltag eines arbeitenden Menschen, eines selbstständigen Menschen primär, eine Fernbeziehung noch irgendwie zeitlich unterzubringen, ist absolut utopisch, Digga. Also ich merke es halt selber, ich glaube auch wirklich gerade tatsächlich, dass ich gerade auch selber, glaube ich, gar keine Zeit hätte für eine Beziehung, ne? Ich habe gestern noch mit Leuten darüber gesprochen, Alter. Nicht, dass du beim Zocken die Arme brichst, Kekre. Dass ich am Tag, Digga, fast so 14 bis 18 Stunden teilweise arbeite. Und der Rest ist Schlaf und mit dem Hund rausgehen und so. Digga, da wüsste ich nicht, wie ich das gerade unterbringen würde, ne? Sich 700 Kilometer von mir wegbefunden, deswegen, ja, konnte ich auch das öfter mal einfach wegfahren überall, weil man hat sich eh nicht ganz so oft gesehen. Ganz klar, möchte ich nicht nochmal haben. So eine Fernbeziehung ist für mich ganz schwer steuerbar und finde ich nicht gut. Ja, ist auch so. Beziehung gehört sich einfach regelmäßiger zu sehen, ohne dass man das jetzt stark planen muss. Oh, ich muss jetzt 10 Stunden zu dir fahren oder sowas. Das möchte ich nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ, wenn das Menschen mögen, dann sollte er das machen. Aber ich würde lieber jemanden in meiner Umgebung haben. Ich komme aus Berlin, Brandenburg. Ja, wie gesagt, ich fahre sehr gerne Autos, ich esse sehr gerne in Restaurants, aber ich glaube, das ist eh etwas Lebensnotwendiges. Es ist so süß, wie er so ein komplettes Selbstporträt hier macht, Digga. Ich bin doch so ein egozentrischer Wichser, weißt du, ich sage, ich helfe ihm und ich rede jetzt erstmal nur davon, wie ich nicht bereit bin für eine Beziehung gerade, Digga. Schande auf mein Haupt, Alter, wir sind hier für Tanzverbot, what the fuck. So, dass man das jetzt nicht unbedingt als Hobby ansehen muss, obwohl ich doch ein bisschen mehr Emotionen in Essen reinstecke als vielleicht andere Menschen. Ansonsten verbringe ich halt sehr viel Zeit auf YouTube. Ich gucke sehr gerne Netflix. Allerdings bin ich auch... Mann, Tanz ist so ein Süßi, Alter. Ich bin überhaupt kein Partymensch. Ich trinke keinen Alkohol. Ich rauche auch nicht. Ich gehe auch nicht in Shisha-Cafés. Finde ich übelst unangenehm. Kann ich einfach nicht mit sympathisieren. Das ist einfach so. Das tut mir leid. Da bin ich auch nie reingewachsen, so, weil ich in meiner Jugendzeit auch sehr viel Zeit vom PC verbracht habe. Das kommt auch noch dazu. Ich verbringe sehr viel Zeit nebenbei auch einfach am PC. Weil er meint das hundertprozentig ernst und ich finde das super, super, super süß. Einfach angenehm ist, weil es einfach meine Jugend ist und ich mich da auch wohlfühle in dieser Teamspeak-YouTube-Welt. Dass er sagt Teamspeak, geht mir das Herz auf, ne? Also ganz ehrlich, imagine using Teamspeak in 2020. Ich fühle es immer noch, Mann. Ich bin immer auf Teamspeak. Discord cool, aber Teamspeak immer noch für mich Ritual. PC an Teamspeak. Und für Partys oder sowas bin ich eher schwer zu haben. Ich bin aber auch kein zurückhaltender Mensch. Das kommt noch dazu. Also wenn man sich mit mir auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass ich trotzdem ein Mensch bin, der sehr offen ist und offen auf Leute zugeht. Ich habe kein Problem damit, aber ich bin einfach kein Partygänger. Digga, ich habe Tanzi ja auch schon ein paar Mal so im Bootshausen sowas gesehen, ne? Und ich finde, das passt schon ein Stück weit zu ihm, aber verstehe voll, was er meint, dass er es gar nicht führt, ne? Ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt hier der jetzt einfach hier, lass mal, ey, Dicker, ist Wochenende, lass mal ins Soda gehen, schön saufen und so. Habe ich nichts mit. Da fahre ich lieber mit einem Auto irgendwo zur Ostsee und chill dann einfach am Wasser. So, das finde ich irgendwie angenehmer. Ja, was gibt es noch großartig zu mir zu sagen? Ja, ich bin 1,85 groß, wiege gerade... Ich glaube, Tanzis Größe ist 1,85. Ungefähr 110 Kilo, bin noch ziemlich im Übergewicht, kann man so sagen. Also hier, kann mich ja zeigen, das ist kurz... Er hat schon gut abgenommen, Digga, wirklich. Portfolio, so sehe ich gerade aus. Mein Portfolio. Der Investing-Boss. Bin aber gerade auf dem Weg der Besserung. Ich war 4 Monate auf Madeira in Portugal bei Unge.
Dort hat sich mein Leben radikal verändert. Davor war ich jeden Tag Fastfood, nur zu Hause sitzen, nichts machen. Also schon im Auto, aber halt auch nur rumsitzen und nichts machen und die ganze Zeit Fastfood in sich reinstecken und nur Essen bestellen und sowas. Das mache ich heute auch noch ab Ben und Boy, zu, danke aber für den Sub. Im Ganzen lege ich meinen Fokus darauf, dass ich meinen Körper endlich mal in eine gesunde Bahn bekomme, dass ich mich gesünder ernähre, weil es mir auch einfach gezeigt hat, dass es mir persönlich sehr, sehr gut damit geht. Sport, beim Fitnessstudio habe ich mich auch angemeldet, habe das auch 2 Monate durchgezogen. Dann kam leider diese, muss man mehr machen. Dann kam diese Corona-Krise und alles hat geschlossen. Da werde ich mich jetzt auch bald wieder anmelden. Das mache ich auch sehr gerne. Allerdings suche ich auch niemanden, der fanatisch Sport macht. Um Gottes Willen. Die sind auch wirklich anstrengend, diese Leute, die sagen Gym, Hashtag Gymlife, Alter. Und die dann wirklich so einen Betonarsch haben, wo du draufhaust, Digga, und du brichst dir einfach die Hand, Mann. Also das ist dann auch wieder ein bisschen too much, finde ich, wa? Verstehe ich auch, was er meint. Das finde ich generell... Ich mache auch zu Hause Sport, Leute. Ich sag mal so, mein Oberkörper, der ist wirklich sehr, sehr heiß. Also ich habe wirklich einen schönen Oberkörper. Ich rede dir die ganze Zeit über mich. Ich bin so ein Arschloch, Digga. Mann, hört mal auf, jetzt Sachen über meinen Körper und meinen Aussehen zu schreiben. Wir sind hier für ein Tanzverbot, um zu helfen. Digga, nämlich ein Wichser, Mann. Wirklich, Alter. Hört mal auf jetzt damit, ehrlich mal. Digga, juicy ass, ja. Aber nicht, zeig mal. Ich zeig jetzt nicht meinen Bauch und meine Nippel, Digga. Ich werd gebannt auf Twitch. Hört mal auf jetzt damit, wirklich. Ich will nichts in eine fanatische irgendwas Richtung. Ich will nichts fanatisch links, rechts, hier vegan oder... Du willst keine fanatisch rechte, Tanzi? Hä? Sowas. Keine fanatisch linke? Hä? Ihr könnt leben, wie ihr wollt, ja, aber ich will nicht dieses Extreme, dass man das überall schreiben muss. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ich auch. Diese Extremen, das finde ich extrem unsympathisch. Also damit kann ich mich auch null identifizieren und ich habe ansonsten aber auch keine Vorstellung, wie meine Traumfrau aussehen soll. So, ich weiß halt nur, dass ich schon eine Vorliebe für eher kleinere, schlankere Frauen habe, warum auch immer. Ich weiß, ich darf mir eigentlich sowas gar nicht anmaßen, so eine... Natürlich darfst du dir das anmaßen, Bro. Natürlich darfst du genaue Vorstellungen haben, wie deine Traumfrau aussieht. Aber eins sage ich dir jetzt, Digga. Man hat ganz, ganz oft, glaube ich, im Kopf eine Vorstellung von einer Frau, die man sich irgendwie zusammen idealisiert. Man denkt so, ja, die muss den und den Perk haben und so. Letztens auch ein ganz, ganz wildes Gespräch mit einem Kollegen drüber geführt, was tief in die Nacht ging. Und dann sieht man seine Freundin aber irgendwann, wisst ihr, was ich meine? Oder seine Frau. Und dann ist die was komplett anderes, als man sich eigentlich vorgestellt hat. Aber es passt trotzdem, versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz oft so, dass es eine große Diskrepanz dessen gibt, was man sich vorstellt und was man letztendlich dann später doch liebt. Eine Forderung zu stellen, wenn man mich anguckt, aber ich stehe einfach auf zierliche Frauen, Haarfarbe. Ich will sowas gar nicht labern, so eine Klassifizierung, aber ich sag einfach ehrlich zu mir, was ich bin. Ich mag halt, mit dickeren Frauen kann ich halt nicht so viel anfangen. Das finde ich jetzt sexuell gesehen nicht attraktiv. So, oder generell finde ich das nicht attraktiv, hört sich böse an, aber da bin ich ganz ehrlich so, weil... Ist einfach so, das hat sich in mir so entwickelt. Oh jo, Dicker, ist in Ordnung, mach hier Krach, wie du willst. Oh, es ist ein LKW-Parkplatz, also ich weiß nicht, was du erwartest. Jetzt fährt hier auch noch so langsam vorbei und stört mein Video, ja? Digga, es ist ein LKW-Parkplatz, ich weiß nicht, was du erwartest. Habt ihr Glück, dass da nicht draufsteht, von wo ihr kommt, sonst hätte ich die Firma jetzt zerstört. Es ist ein LKW-Parkplatz. Interessiert ihn nicht. Es ist auch ein Parkplatz für LKWs. Ja, ich habe auch manchmal so eine interessante Art und Weise, wie gesagt, wenn du mich vielleicht gar nicht kennst, dann setz dich gerne mit meinen YouTube-Videos auseinander. Ey, man, ich habe mein ganzes so Leben eigentlich süßer. Seit 2016, was eigentlich so mein ganzes Leben süßer, umfasst, weil davor ist nichts Nennenswertes passiert in meinem Leben. Bro, Tanzabot ist so ein süßer und ehrlicher Mann, wirklich, Alter. Ich schmör's, Alter, Tanzabot ist so ein süßer und ehrlicher Guy, ehrlich, Mann. Habe ich eigentlich dokumentiert, ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen Twitter-Account. Instagram und Twitter sind zwei sehr wichtige Profile, wo man vielleicht auch mein menschliches Ich gut einschätzen kann. So auf Twitter sieht man schon eher meinen Humor, so meine voll, Art und Weise voll, voll. Ist schon sehr gut. Auf Instagram sieht man halt viel, was ich in meinem Leben tue. Instagram schreibt eine Update-Liste auch voll süß, hört auf. Stories mache ich täglich. Lass das. Das muss nur dazu sein. So, YouTube ist für mich nur, nicht nur, ich lebe von YouTube und dem ganzen Zeug. Das ist für mich nicht nur ein Job, sondern ich lebe das auch. Damit muss man natürlich auch klarkommen, wenn man mit mir eine Bindung eingehen möchte, dass ich Instagram, YouTube und dieses ganze Zeug lebe. Ich glaube, wenn ich keinen Schwanz hätte, Tanzi, wir wären es einfach, wir beide. Also ich gucke jeden Tag mehrere Stunden YouTube. Ich setze mich immer mit dem ganzen Zeug auseinander, weil ich als YouTuber einfach immer auf dem neuesten Stand sein will. Ich will alles wissen, was passiert, wenn der... Ich will eigentlich nochmal, Kilian hat das damals gemacht, Tanzverbot umgestylt. Ich will eigentlich... Boah, wie geil wäre das, ganz ehrlich, Mann, wie geil wäre das, wenn man wirklich 100%ig ernsthaft eine Reality-Show drehen würde
wo man Tanzverboten als Traumfrau sucht. Wisst ihr, was ich meine? Weil das wäre der krasseste Unterhaltungskontent, oder jetzt mal nicht, Chat? Digga, ganz ehrlich, er ist so ein ehrlicher und realer Typ, Mann. Wenn man einfach so wie Villa der Liebe nur auf real machen würde, wisst ihr, was ich meine? Und dann castet man so ein paar Leute und er sucht sie sich aus und sie kommen dahin. Ich schmör's, Digga, ich würde das so gern machen, Alter. Tanzi, Mann, hit me up, wir suchen dir deine Traumfrau. Hier und jetzt mein Angebot, Bro. Hier und jetzt mein Angebot. Wir mieten uns irgendwo in Deutschland eine Villa, Bro. Du sagst, was darf gefilmt werden, das nicht. Nimm die Einnahmen, mir egal. Ich will es einfach nur für die Unterhaltung haben, Digga. Wir suchen dir deine Traumfrau, Bro. Wir machen dir eine Dating-Show. Was auch immer, Digga. Was auch immer. Ich schwör's dir, Digga. Ich schwöre es dir, du bist so ein geisteskranker Charakter, das würde funktionieren, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Ganz, ganz ehrlich. Ich fänd's so nice. Oh, Digga. Boah. Der Beef mit dem Beef haben will, dann will ich darüber sprechen können, weil ich es gesehen habe. Und ich poste auch viele Instagram-Stories, natürlich nicht so zwanghaft. So, oh mein Gott, wir gehen essen, ich muss es unbedingt zeigen. Oh, zeig mal bitte deine Frauenhand. Ich will, dass jeder sieht, dass ich gerade... Zeig mal deine Frauenhand. Dass ich mit der Frau unterwegs bin. So nicht. Um Gottes Willen, nein. Aber man sollte schon, klar sein, dass YouTube auch mein Leben natürlich so ein bisschen mitbestimmt, weil es halt auch einfach immerhin noch ein Hobby ist, was sich komplett in mein Leben integriert hat. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles. Ich kann schon ein sehr anstrengender Mensch sein, aber ich glaube, da nehme ich mir von vielen Leuten nichts. So, ich denke... Ist wirklich so, Digga, ich schwör's. Wenn ich, also das ist glaube ich, immer ganz wichtig. Das habe ich auch gemerkt. Sich zu verstellen bringt gar nichts, Alter. Ich gehe auch direkt, wenn ich jemanden treffe, gehe ich komplett in die Full. Damit meine ich, was mein Autismus-Level angeht. Und ganz oft geht das auch nach hinten los. Aber die Person muss ja wissen, was sie bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Mensch ist irgendwo mies anstrengend. Ja, Mann, du sagst es, Jamion. Es ist einfach so, Digga. Es ist einfach so. Ja, ein Punkt ist leider bei mir noch so eine Art Misophonie. Also ich bin sehr geräuscheempfindlich. Interessant. Und wenn man sich dann später kennenlernt, kann ich schon das ein oder andere Mal dazu kommen, dass ich jemanden anmecker. Das ist jetzt macht die ganze Situation jetzt wahrscheinlich nicht gerade beliebter. Ich bin jetzt nicht so auf Zwang. Wenn jemand Geräusche macht, natürlich, wenn man sich ein bisschen länger kennt. Das will ich als Zappelot haben hier, wartet. Auf Zwang. Wenn jemand Geräusche macht, das wird Zappelot, Digga. Natürlich, wenn man sich ein bisschen länger kennt, wenn man jetzt ein halbes Jahr oder so zusammen ist, dann traue ich mich schon mal eher, das Maul aufzumachen. Aber das ist leider so ein Punkt in mir. So, ich bin sehr geräuscheempfindlich. Ich habe auch ein ziemlich gutes Gehör. Also, ich höre wirklich viele Dinge, die an. Fühle ich auch zu 100%. Ich war letztens noch beim Ohrenarzt vor einem halben Jahr und dann hat er mich gefragt, was ich mache und als ich ihm erzählt habe, dass ich zwischenzeitlich immer mal wieder aufgelegt habe und auch selber hier auflege und so und bei mir Musik voll die wichtige Rolle spielt und so und meinte so, ja, okay, Kopfhörer, DJ, dein Gehör müsste tot sein. Ich höre noch bis 20.000 Hertz und ich höre dann auch echt oft Sachen, Mann. Ich höre echt oft Sachen, Leute, die mich unnormal triggern, so Sachen, die keiner hört. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn irgendwo so ein Spannen oder sowas ist in der Steckdose oder so ein Summen irgendein Gerät abgibt, Digga, ich dreh durch. Ich will dann ausmachen, woher das kommt und es komplett. Boah, Junge, ich schwöre, ich hasse das, Mann, ich hasse das. Andere gar nicht kann das voll warum nachvollziehen. Auch immer das so bei mir ist, obwohl ich mein Leben lang eigentlich nur laute Musik gehört habe. Eigentlich müsste ich voll gehörgeschädigt sein und die ganze Zeit rumschreien, weil ich nichts mehr verstehe, aber ja, so ist das leider. Ansonsten gibt es zu mir mehr nicht zu sagen. So, Autofahren bestimmt mein Leben. Ich liebe Autofahren. Ich liebe diesen Freiheitsgedanken, einfach immer da sein zu können, wo ich möchte. Ich schlafe auch im Auto ab und zu. Okay, ist voll also, ich nehme mir auch mal ein Hotel, aber ja, Bro. Meistens schlafe ich im Auto. Ein Hotel nehme ich mir auch nur deswegen, weil ich gerne dusche. Also ich bin auch ein gepflegter Mensch. Mhm. So, da gab es auch mal andere Zeiten, aber ich lege sehr viel Wert auf Pflege. Der Bart akkurat rasiert. Und, ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war eigentlich so mein Ich. Ich muss ganz ehrlich sein, Digga. Tanzi ist, und das meine ich jetzt auf No, Schwanzlutsch, Schleimbasis. Ich finde, Tanzverbot ist kein unattraktiver Mann. Das kann man einfach so sagen. Muss ich einfach sagen, da macht es aber auch einfach der Charakter. Und Tanzi, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen too much so, aber er hat schöne Augen. Ist so. Gewesen so. Ich habe halt Safte KD, danke schön für deinen Zap. Traurige Vergangenheit einfach, weil ich sehr viel gemobbt wurde in meiner Vergangenheit. Konnte mich jetzt aber durch dieses YouTube-Ding und sowas Boah, Digga, zu einem besseren Menschen entwickeln, der so halt nicht so diese, ernst, diese so Ausstrahlung real. Eines Gemobbten hat. Ja. Bin ich geil. Eigentlich zu mir nicht zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie. Ich finde das so krass. Guck mal, das ist das Ding. Man hängt an Tanzverbots Lippen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt 12 Minuten Video ohne Schnitt.
einfach durch, kann man sich trotzdem reinziehen. No sexual, no front, no homo. Der auf Instagram meldet, so YouTube-Kommentare ist sehr unpersönlich. Also einfach, wenn man irgendwie die Möglichkeit ergreift, mir entweder auf Twitter zu schreiben oder auf Instagram zu schreiben, mir einfach eine Mail schreibt. Wenn irgendwer mit mir sympathisiert oder denkt, das könnte irgendwie cool sein, mit meinem Verhalten irgendwie zusammen zu sein oder mit mir zusammen zu sein, dann würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen. Ich würde wirklich gern wissen, wie viele Leute ihm geschrieben haben.